Herzlich willkommen zum Ready for Raiding Guide des ersten Thron des Donnerbosses Jinrock der Zerstörer. In den kommenden Minuten werde ich euch den Boss anhand der 10er Normalfassung der Raid-Gruppe Silberlinge in der Gilde Drachensilber näherbringen. Zu Beginn des Kampfes steht Jinrock inmitten des Raumes und sollte auch dort von den Tanks weiterhin den ganzen Kampf über getankt werden. Circa alle 20 Sekunden wird der aktuelle Tank von dem statischen Schlag getroffen und dies fügt allen Spielern eurer Raid-Gruppe Schaden zu. Zusätzlich wird euer Tank noch mit einem Debuff belegt, der sich statische Wunde nennt. Dieser fängt mit 10 an und wird mit jedem Schlag um 1 verringert. Wird nun der Tank getroffen, erhalten alle Spieler multipliziert mit der Stapelhöhe Schaden. Aus diesem Grunde solltet ihr ca. alle 20 Sekunden den Tank wechseln. Der Tankwechsel wird sowieso alle 30 Sekunden vom Boss provoziert, beziehungsweise im späteren Kampfverlauf alle 90 Sekunden. Denn da packt er sich den Tank mit dem donnernden Wurf, wirft ihn gegen eine der vier Mogusäulen, die ihr in den Ecken sehen könnt. Dabei wird der Tank erst betäubt und bekommt Selbstschaden. Er hinterlässt ein wachsendes Wasserbecken und dieses fügt am Einschlagsort im Radius von 14 Metern an allen Spielern Schaden zu. Die Statuen, gegen die der Tank geworfen werden kann, befinden sich im Nordosten, im Südosten, im Südwesten und im Nordwesten. Dort entsteht nach jedem Einschlag ein wachsendes Wasserbecken. Dieses wachsende Wasserbecken, wie der Name schon sagt, wächst und es verleiht euch zudem einen Fluiditätsbuff. Dieser Fluiditätsbuff erhöht den verursachten Schaden und die Heilung um 40%, weshalb alle eure Heiler, Fernkämpfer und Nahkämpfer versuchen sollen, in diesem Wasserbecken drin zu stehen. Natürlich beinhaltet die Pfütze auch einen negativen Effekt, der da wäre, dass der erlittene Naturschaden um 80% erhöht wird. Eine Minute nachdem eine Wasserpfütze entstanden ist, wirkt Jinrock seinen Gewittersturm. Während dieses Gewittersturms bekommt ihr 15 Sekunden lang Schaden, weshalb eure Gruppe zusammenlaufen sollte und defensive Heilfähigkeiten ziehen sollte, wie zum Beispiel Gelassenheit. Das Wichtigste am Gewittersturm ist allerdings, dass ihr aus dem Wasser rauslauft, denn bei dem Gewittersturm schießen Blitze durch das Wasser, welche euch sofort töten würden. Das gilt nicht nur während der Dauer des Gewittersturms, sondern den ganzen Kampf über kann man dieses Wasserbecken nicht mehr benutzen. Eine weitere Fähigkeit ist der gebündelte Blitz. Das ist eine Kugel, die einen zufälligen Spieler verfolgt und beim Eintreffen explodiert. Während sie den Spieler nur verfolgt, pulsiert sie in einem 5 Meter Radius und richtet dort Schaden an. Bei der Explosion richtet sie in einem 8 Meter Radius Schaden an. Die Kugel darf unter gar keinen Umständen in einem Wasserbecken explodieren, weil sonst die Blitze durch das Wasserbecken schießen würden und alle Spieler darin töten würden, da ihr 80% mehr Naturschaden in dieser Wasserpfütze bekommt. Zwischen den Wasserpfützen, das heißt im Norden, im Westen, im Süden und im Osten, gibt es so Nischen, genau zwischen den Wasserbecken, wo ihr genug Platz habt, um die Kugel zur Explosion zu bringen. Die Kugel könnt ihr zur Explosion bringen, indem ihr einfach durch sie durchlauft. Nach der Explosion hinterlässt der gebündelte Blitz einen sogenannten Blitzspalt. Dieser Blitzspalt richtet im 5 Meter Radius um ihn selbst Schaden zu, weshalb ihr die Kugel nicht im Camp ablegen solltet, sondern wie gesagt in diesen Nischen. Weiterhin müsst ihr darauf achten, dass diese Blitzkugeln auf keinen Fall mit einem vorhandenen Blitzspalt kollidieren, weil dies würde dem ganzen Raid hohen Schaden zufügen. Hier könnt ihr gerade die ganze Prozedur mit dem gebündelten Wasserblitz nochmal an unserem Heiligpaladin Linayo sehen. Er steht direkt am Rand der Wasserpfütze. Sobald der Blitz kommt, läuft er innerhalb einer dieser Nischen, die wir hier markiert haben, in diesem Falle mit grün, läuft durch den Blitz durch, lässt die Blitzkugel neben einem schon vorhandenen Blitzspalt explodieren und läuft zurück ins Camp. Damit ihr schnell reagieren könnt und den gebündelten Blitz innerhalb einer dieser Nischen zur Explosion bringen könnt und nicht aus Versehen innerhalb einer Wasserpfütze, solltet ihr euch generell immer am Rand einer Wasserpfütze befinden. Dies hat außerdem den Vorteil, dass ihr bei dem Gewittersturm schneller zusammenlaufen könnt und nicht erst einmal quer durch die Pfütze laufen müsst, bis ihr im Camp seid. Das war alles Wissenswerte, was ich zu dem Boss Jinrock, dem Zerstörer, sagen kann. Was vielleicht noch zu erwähnen ist, ist, dass wir mit 2 Tanks, 3 Heilern und 5 Schadensmachern losgegangen sind. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, gibt es für die 10er Guides nun einen anderen Sprecher. Und da dies mein erster Guide ist, bitte ich um ein bisschen Erbarmen. Ich hoffe, euch konnte dieser Guide weiterhelfen und ihr kommt ebenso zu einem schnellen First Kill wie wir. Bis zum nächsten Mal.